Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder mal eine Rezension für euch, und zwar von Max Pendow, das Porzellanmädchen aus dem Goldmann Verlag. Dieses Buch ist ein Rezensionsexemplar, kostet 15 Euro und hat 382 Seiten. In diesem Psychothriller geht es darum, dass Luna Moore eine gefeierte Krimi Thriller, Psychothriller-Autorin ein Buch schreibt, welches eigentlich so ihre Kindheit widerspiegelt. Denn sie wurde als Mädchen von einem Täter, von einem Mann entführt und ziemlich schwer misshandelt. Und das schreibt sie eben nieder, um eigentlich den Täter irgendwie zu ihr zu locken, damit sie ihn dingfest machen kann. Und muss noch auf Leon, der Sohn ihrer besten Freundin, aufpassen und nimmt diesen mit in das Haus. Und dieses Haus ist der Ort, an dem das eben passiert ist. Und dort passieren dann so verschiedene Dinge, die das Ganze entweder fast aufdecken. Sie versucht eben diesen Mann dingfest zu machen, sage ich jetzt mal. Und das Ganze ist sehr spannend aufgebaut, sehr interessant, sehr gut geschrieben. Es ist sehr bedrückend, wenn darüber geschrieben wird, was ihr in der Kindheit passiert ist. Es ist teilweise so, als würde sie es schreiben, und teilweise eben dann das Echte, was ihr passiert ist. Auch die zwei verschiedenen Charaktere. Es gibt einmal eben Luna Moore, die Autorin, und einmal ihr Hauptcharakter, beziehungsweise die Hauptcharakterin, mit der das Ganze ja auch passiert. Und es ist auch ziemlich, wie gesagt, bedrückend, und man kann mit dem Mädchen mitfühlen und auch mit der Frau später, wie sie das Ganze dann sozusagen wiedererlebt, als sie das Ganze dann niederschreibt. Es gibt auch zwei unterschiedliche Schrifttypen, einmal für das, was im Realen passiert, und einmal das, was sie eben aufschreibt. Das ist, finde ich, sehr gut. Man findet so schnell den Unterschied raus, was ist real, was ist nicht real, also was passiert gerade und was schreibt Luna nur auf. Den Täter finde ich sehr, sehr unangenehm, sehr gruselig. Es war wirklich sehr bedrückend, sehr eklig. Ansonsten hat mir das Buch sehr gut gefallen. Ich habe es erstens wegen dem sehr coolen Cover gekauft, beziehungsweise rausgesucht für die Rezension, also als Rezensionsexemplar. Und zweitens auch hier für den Klapptext. Der Autor hat ja auch noch eine Serie mit anscheinend 6 Büchern. Ich habe davon den ersten Band leider aber noch nicht gelesen. Da habe ich mir, beziehungsweise meiner Oma, auch den ersten Band gekauft, weil ich den vierten und den fünften Band so schön fand, aber da das ja eine Serie ist, habe ich eben das Ganze mit dem ersten Band angefangen. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon, und bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.